Pferdewetten 4.9, 2019 Ipswich Pro Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch der 4.9.2019 und ich beabsichtige, gleich im australischen Ipswich das dortige heutige zweite Galopprennen des Tages über 1350 Meter und einem Preisgeld von 27.500 australische Dollar zu wetten, welches um 5.08 Uhr gestartet wird. Dann ist es dort in Australia bereits Nachmittag. Hier die Daten der Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 38, eine 5-jährige Stute mit 59 Kilo Kurzform 428. Das Pferd stammt aus Neuseeland und hat bereits 3 Starts und einen Platz. Pferd Nummer 2 Vorekast 62, eine 4-jährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 3-2749. Das Pferd hat 7 Starts und 3 Plätze. Pferd Nummer 3 Vorekast 67, eine 5-jährige Stute mit 56 Kilo Kurzform 54659. Das Pferd hat 14 Starts und 3 Plätze. Pferd Nummer 4 Vorekast 213, eine 6-jährige Stute mit 55,5 Kilo Kurzform 93425. Das Pferd hat 9 Starts und 2 Plätze. Pferd Nummer 5 Vorekast 51, eine 6-jährige Stute mit 55,5 Kilo Kurzform 46262. Das Pferd hat 16 Starts und 4 Plätze. Pferd Nummer 6 Vorekast 836, eine 6-jährige Stute mit 55 Kilo Kurzform 76699. Das Pferd hat bisher 6 Starts. Pferd Nummer 7 Vorekast 105, eine 6-jährige Stute mit 54 Kilo Kurzform 33937. Das Pferd hat bisher 17 Starts und 4 Plätze. Pferd Nummer 8 Vorekast 39, eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo Kurzform 20338. Das Pferd hat 11 Starts und 4 Plätze. Ich rechne jetzt erstmal mit Hilfe der Quantenmechanik aus, welche Pferde ich wetten sollte, die als Siegpferde in Frage kommen könnten. Ich wette Pferd 1, Pferd 2, Pferd 3, Pferd 4. Das Rennen startet jetzt. Pferd Nummer 3 gewinnt und es wird eine Quote von 67, also dem 6,7-fachen bezahlt.